Die Streifenwagen. Psst, psst. Hey Susi, aufwachen. Der große Tag ist da. Fröhliche Weihnachten. Was der Weihnachtsmann dir wohl gebracht hat? Oh nein, Susi! Deine Geschenke sind verschwunden. Ruf schnell die Streifenwagen. Sie werden sie finden. Hey, Jungs! Susis Weihnachtsgeschenke sind verschwunden. Könnt ihr ihr helfen? Wieso glaubst du, dass jemand die Weihnachtsgeschenke gestohlen hat, Matt? Stücke von abgerissenem Geschenkpapier. Gut gesehen. Hoffen wir mal, dass ihr den Dieb fangen könnt, bevor er die restlichen Geschenke von Susi öffnet. Es sieht so aus, als hätte sich der Dieb durch die Hintertür davon gemacht. Hier verliert sich die Spur. Hector, was meinst du, kannst du den Dieb finden? Immer noch keine Spur vom Dieb. Warte mal, was passiert denn da drüben? Moment mal, das sind Susis Geschenke. Es ist dieser hinterhältige Tyler. Und er versucht zu entkommen. Wir sagen besser Matt und Frank Bescheid, wo Tyler ist. Matt, Frank! Hector hat den Dieb entdeckt. Schnell, ihm nach! Aber warum haltet ihr an? Ganz schön schlau von dir, Frank. Tyler sagt, er hat Susis Geschenke gestohlen, weil er keine bekommen hat. Matt hat recht, Tyler. Geschenke sind nur für die lieben Autos, nicht für die bösen. Hier kommt Susi. Zeit, die Geschenke zurückzugeben, Tyler. Tyler ist enttäuscht, weil er keine eigenen Geschenke bekommen hat.
du hast ganz schönes Glück, dass Susie so ein liebes Auto ist. Fröhliche Weihnachten euch allen! Die Streifenwagen. Hey, da ist Susie. Sieht so aus, als hätte sie Spaß auf der Waldstraße. Oh nein, der Wind hat einen Baum umgeblasen. Susie, bist du verletzt? Oh Mann, der Baum ist hinten auf dir gelandet. Wir müssen diesen Stamm anheben und dich ins Krankenhaus bringen. Ich sag den Streifenwagen Bescheid. Hey Frank, hier drüben. Susie ist in Schwierigkeiten und braucht eure Hilfe. Matt, kannst du Amber holen? Frank, kannst du bitte mitkommen? Komm schon, Jungs, auf geht's. Hier ist Susie. Matt und Frank werden dir helfen. Danke, Frank. Jetzt warten wir erstmal auf Amber. Keine Sorge, Susie. Matt bittet Amber den Krankenwagen um Hilfe. Da kommt sie auch schon. Die Lichter sind grün. Du kannst jetzt reinfahren, Susie. So ist es richtig. Langsam und vorsichtig in den Krankenwagen fahren. Großartig. Wir sind am Krankenhaus. Arme Susie, du musst ordentlich Kopfschmerzen haben, aber Amber wird sich jetzt um dich kümmern. Ich denke, wir sollten diese Wunde säubern, Amber. Bereit, Susie? Schließ deine Augen. Ist schon okay, Susie. Amber hat hier etwas Baumwolle. Bald bist du wieder sauber und trocken. Oh, bist du kitzlig, Susie? Jetzt brauchst du nur noch ein Pflaster, Susie. So, alles fertig. Fühlst du dich besser, Susie? Na dann kannst du dich wieder auf den Weg machen. Susie sieht immer noch nicht wirklich glücklich aus, oder, Amber? Willst du sie ein bisschen aufheitern? Okay. Schauen wir mal, was wir machen können.
Es gibt bestimmt jemand in Car City, der uns helfen kann. Mhm. Hey, schau mal, Amber, da ist Matt, das Polizeiauto, und er hat ein paar Luftballons. Sieht so aus, als würde Matt Amber die Ballons geben. Danke, Matt. Sind die für Susie? Amber hat da noch etwas für dich, Susie. Keine Sorge, diesmal will sie dich nicht mit Wasser bespritzen. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Schön, dass du wieder lächeln kannst, Susie. Gut gemacht, Amber. Jetzt muss Amber aber zurück zum Krankenhaus. Tschüss, Amber, und danke. Die Streifenwagen. Hallo Babys, habt ihr einen vergnüglichen Abend? Was ist los? Das ist ein Gespenst! Lauft, Kinder, lauft! Das ist das Telefon, mit dem man die Streifenwagen ruft. Und hier sind auch schon die Autobabys. Los, Kinder, ruft die Streifenwagen. Nur sie können uns retten. Car City braucht euch. Ein Geist sucht den Spielplatz heim. Ein Scherz? Nein, Matt, bestimmt nicht. Das ist wirklich kein Scherz. Da war ein Gespenst. Oh, Jungs, das ist so dunkel hier. Oh nein, das Gespenst! Du hast recht, Matt. Kein Grund zur Panik. Lass uns einfach das Gespenst aufhalten. Well, man, I don't know.
Das ist ein perfekter Plan, Matt. Hector, du fliegst über Car City und versuchst, das Gespenst zu finden. Und wenn du es entdeckt hast, dann rufst du Matt und Frank dazu. Frank, wenn Hector das Gespenst entdeckt hat, dann fährst du hinter ihm und jagst es. Matt wird euch überholen und das Gespenst am Ende der Straße stellen. Streifenwagen, macht euch bereit. Los! Da ist es, Hector. Matt, Frank, Hector hat das Gespenst entdeckt. Jetzt könnt ihr es verfolgen und fangen. Gespenst. Das ist Charlie. Matt, halt! Es ist gar kein Gespenst. Es ist Charlie. Charlie, Charlie, bremsen jetzt! Aber natürlich, Freunde, es ist Halloween. Charlie hat ein Kostüm getragen. Na dann, Freunde. Ich denke, es ist an der Zeit, heute Abend ein bisschen Spaß zu haben und Süßigkeiten einzusammeln. Gute Nacht, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Die Streifenwagen. Wow! Schaut euch Jerry an, wie er diese Kurven um den See nimmt. Er übt bestimmt für das große Rennen morgen. Hey, Jerry! Es wird gleich dunkel. Machst du eine kleine Pause? Ich fasse es nicht. Jerry will die ganze Nacht für das Rennen üben. Jerry, du solltest wirklich eine Pause machen, bevor du noch einen Unfall baust! Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe, um aus diesem Matsch herauszukommen, Jerry. Ich frage mich, was Matt und Frank wohl gerade treiben. Hey Leute, Jerry braucht eure Hilfe. Er steckt im Matsch beim See fest. Ja, du hast recht. Er wollte eigentlich beim großen Rennen heute Nachmittag dabei sein, aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Könnt ihr ihm helfen? Großartig! Er hat sich richtig festgefahren. Hört sich so an, als würden sie an der nahen Rennbahn arbeiten. Jerry wird echt froh sein, wenn er rechtzeitig fürs Rennen aus diesem Matsch rauskommt. Hast du schon eine Idee, Matt? Natürlich! Tom, der Abschleppwagen, wird ihn herausziehen können. Ich glaube, er hilft auf der Rennstrecke. Schauen wir mal nach. Da ist Tom ja. Wollen wir mal hoffen, dass Matt ihn überzeugen kann, Jerry zu helfen? Wo will Frank denn hin? Hast du Glück gehabt bei Tom? Ich glaube, Frank hat noch eine andere Idee.
Natürlich. Die Rennbahn ist dicht am See. Vielleicht kann ja Charlie der Kran Jerry herausheben und hierher bringen. Großartig. Sieht so aus, als hätte Charlie Zeit zu helfen. Hey Jerry, Matt und Frank haben Charlie den Kran dabei. Er kann dich aus dem Matsch heben. Jetzt muss Jerry aber schnellstens zur Rennstrecke. Wir haben immer noch Zeit, bevor das Rennen beginnt. Wir sollten Jerry ein bisschen sauber machen und vorbereiten. Großartig, jetzt müssen nur noch die Reifen gewechselt werden. Ob Tom wohl jetzt Zeit hat? Oh, sieht so aus, als würde Matt sich gerade drum kümmern. Und diesmal kann Tom helfen. Die Zeit wird knapp. Das muss ein schneller Reifenwechsel werden, Tom. Und schon wieder ist Charlie der Kran der Stunde. Jetzt aber schnell die Reifen gewechselt. Großartig, gerade noch rechtzeitig fürs Rennen. Und das Rennen hat begonnen. Sieht so aus, als könnte Jerry sogar gewinnen. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er im Matsch festgesteckt hat. So musste er eine Zwangspause einlegen. Er hat's geschafft. Er hat gewonnen. Wow, du hast es geschafft. Und nur vor ein paar Stunden hast du noch im Matsch festgesteckt. Da kannst du dich aber bei deinen ganzen Freunden bedanken. Was für eine großartige Teamleistung. Hallo Troy, ist heute nicht ein wundervoller Tag? Hast ja noch ein ganzes Stück vor dir bis zur nächsten Station, Troy. Wow, siehst du das, Troy? Troy, geh in die Eisen! Da ist Gefahr im Verzug! Du musst stärker bremsen, Troy! Mit aller Kraft! Oh, gut, Troy. Das war wirklich knapp. Was ist denn los, Troy? Machst du dir wegen irgendetwas Sorgen? Oh, du musst die nächste Station unbedingt heute noch erreichen, weil du Material für Tom dabei hast? Keine Sorge. Ich hole Matt das Polizeiauto und Frank den Feuerwehrwagen. Die helfen dir aus diesem Schlamassel sicher heraus. Hey Matt, hey Frank. Troy, der Zug braucht eure Hilfe. Ihr müsst sofort mitkommen. Folgt mir.
Da! Könnt ihr Troy schon sehen? Hey Troy, Frank und Matt sind hier, um dir zu helfen. Also, was machen wir jetzt wegen diesem Felsen? Troy muss ganz dringend zum nächsten Bahnhof. Dieser Felsen ist viel zu schwer für dich, Matt. Oh, Frank, ich denke mal auch, für dich ist der Felsen zu schwer. Was hast du vor, Matt? Oh, die Baustelle ist ein wenig weiter die Strecke runter. Dort finden wir bestimmt Hilfe. Also, rollen wir den Felsen jetzt bis zur Baustelle? Irgendwelche Ideen, Jungs? Was ist das, Matt? Was hast du mit dieser Decke vor? Gute Idee, Matt. Wir benutzen die Decke und die Stahlseile, um den Felsen zu ziehen. Fantastisch! Kommt schon, Jungs, wir haben es fast geschafft. Da sind wir auch schon. Hier ist die Baustelle. Hey, das ist Charlie, der Kran. Fragen wir ihn. Hey Charlie, hier drüben. Frank und Matt und Troy brauchen deine Hilfe. Dieser Felsen versperrt Troy den Weg. Kannst du uns helfen? Wow, Charlie, du bist echt stark. Gut gemacht. Jetzt ist der Weg frei, Freunde. Vielen Dank für deine Hilfe, Charlie. Troy, jetzt solltest du dich besser ranhalten. Tschüss. Tolle Arbeit, Matt. Tolle Arbeit, Frank. Und natürlich tolle Arbeit, Charlie. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Tschüss, Matt. Tschüss, Frank. Bis zum nächsten Mal. Hallo Matt, hallo Frank. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Amber, was ist los? Warum bist du so traurig? Oh, arme Amber. Hast du dein Licht verloren? Nur keine Sorgen, Amber. Frank und Matt werden dein Licht in 0, nichts finden. Erzählen wir ihnen, was passiert ist. Matt, Frank. Amber hat Probleme. Sie hat ihr Licht verloren. Ihr müsst ihr helfen, ihr Licht wiederzufinden. Amber ist in der Nähe vom Krankenhaus, Matt. Von dir aus links. Amber, Matt und Frank sind hier, um dir zu helfen. Okay, Matt und Frank, auf geht's. Schauen wir zuerst auf dem Spielplatz nach. Thank you.
Nein, hier ist es nicht. Matt? Frank? Vielleicht sollten wir andere Autos fragen, ob sie Ambers Licht gesehen haben. Vielleicht sollten wir bei Tom vorbeischauen. Er könnte uns helfen. Hallo Tom, wir suchen nach Ambers Licht. Hast du es vielleicht irgendwo gesehen? Fragen wir bei Gary dem Müllauto nach. Hallo Gary, hast du Ambers Licht gesehen? Mm-mm. Kopf hoch! Ich wette, ihr findet jetzt Ambers Licht in 0, nichts. Was ist denn das, Frank? Mm? Mm. Ja, du hast recht. Das ist das Licht. Gut gemacht, Freunde. Aber wie sollen wir da jetzt rankommen? Der Wahnsinn, Frank. Was für eine tolle Idee. Bravo, Frank. Amber, Matt und Frank haben dein Licht gefunden. Wow, es funktioniert einwandfrei. Bravo, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde.